Hi und willkommen bei mir, Luigi Nummer 1. Aufgrund mehrerer Anfragen zeige ich euch heute, wie man diverse Outfit-Details auf andere Outfits übertragen kann. Wie zum Beispiel die Banküberfalltasche oder die Polizeimütze. Aber fangen wir mal mit der Banküberfalltasche an. Was brauche ich dafür? Einen Helikopter. Und dann zeige ich euch, wie ihr die Banküberfalltasche auf ein anderes Outfit übertragen könnt. Also, wir steigen hier ein und steigen erstmal in diverse Höhen hinauf, damit wir ein bisschen Spielraum haben und nicht gleich auf den Boden aufschlagen. Und ja, also, fliegen wir erstmal hoch in die Lüfte und dann geht's weiter. Wenn ich hier gerade noch ein bisschen Zeit habe, möchte ich nochmal ein Versprechen einlösen. Gaming LPTV hat mich gebeten, seinen Kanal hier bei mir mal vorzustellen, was ich hiermit tue. Schaut einfach mal vorbei, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst mir ein Like da. Ich habe leider die letzten paar Tage nicht dran gedacht, sorry da dafür, aber hiermit ist die Sache auch erledigt. Wenn ihr auch mal Anregungen habt, die für YouTube vertretbar sind, schreibt mir das ruhig und ich werde euch erwähnen in meinen Videos. Kommen wir zu dem Glitch zurück. Ihr braucht euer Interaktivmenü, wie ich jetzt hier, und geht schon mal durch, welches Outfit die Banküberfalltasche haben soll. Wenn ihr das wisst, steigt ihr aus und löst euren Fallschirm aus. So, jetzt drückt ihr die Interaktivmenü-Taste, geht auf eure Accessoires und geht jetzt auf dieses Outfit, wo die Banküberfalltasche übertragen werden soll. So wie ich das jetzt hier mache. Ich suche hier noch. Ich nehme jetzt das hier. Und dann versucht ihr, eine saubere Landung hinzubekommen. Und jeder, wo mich kennt, weiß, bei mir ist das weiß Gott nicht einfach. Aber ich habe mir jetzt mal als Ziel den Helikopterlandeplatz gesetzt, weil da fährt mir keiner über den Stiefel und ich habe ein bisschen Fläche, wo ich meine unheimlich hohen Künste auf die Landebahn bekomme quasi. So, wenn ich jetzt gleich lande, ist es ein bisschen tricky. Das heißt, ihr habt es jetzt so wie ich mit dem Interaktivmenü schon vorbereitet, damit ihr jederzeit gleich X drücken könnt. Oder A ist es, glaube ich, bei der Xbox. Wenn ich jetzt gelandet bin, legt er ja immer in seiner Animation den Fallschirm ab. Und in dieser Animation müsst ihr dann X drücken. Also, ich zeige das jetzt hier eben und X drücken. Und ihr seht, Tareng. Peng, peng. Er hat die Banküberfalltasche. Dann geht ihr in den Klamottenladen eures Vertrauens und speichert das Ganze einfach ab. So, das war jetzt die Banküberfalltasche. Und nun zeige ich euch, wie man die von der Cop-Uniform, die Mütze, auf andere Outfits übertragen bekommt. Dafür braucht ihr ein Motorrad. So wie ich jetzt hier im Hintergrund. Und natürlich die Cop-Uniform, sonst kommt ihr ja nicht an die Mütze, macht ja klar Sinn. So, die wählt ihr dann aus oder rüstet euch aus mit eurer Cop-Uniform. Und dann guckt ihr in eurem Interaktivmenü, also hier ein Motorrad, klar, das braucht ihr. Das könnt ihr auch schön in der Garage machen, weil danach könnt ihr einfach mit dem Fahrstuhl hochfahren und das Outfit gleich abspeichern. Das ist eigentlich recht angenehm so. Aber ihr geht dann in das Interaktivmenü und stellt erstmal sicher, dass euer Männchen, wenn er aufs Motorrad sitzt, den Helm anzieht. Ich gucke jetzt zuerst, auf welches Outfit ich drauf möchte. Ich nehme das unsichtbare Outfit. So, und jetzt zeige ich euch das eben mal kurz. Wenn er jetzt aufs Motorrad drauf sitzt und er zieht keinen Helm an, dann müsst ihr die Einstellungen noch kurz ändern, dass er diese Sache anzieht. Aber das zeige ich euch jetzt auch kurz, wo ihr das macht. Das wäre hier unten. Motorradhelm anzeigen an. Ja. Wenn ihr das gemacht habt, seht ihr, bumm, jetzt setzt er den Helm auf.
Und dann zeige ich euch jetzt, wie ihr die Mütze auf ein anderes Outfit drauf bekommt. Und zwar funktioniert es wie folgt. Ihr geht auf die Accessoires. Und bevor ihr den Helm absetzt, müsst ihr dann ganz schnell auf euer Outfit. Ihr seht, jetzt setzt ihr den Helm ab. Und dann müsst ihr aber, bevor er das getan hat, schon auf dem richtigen Outfit sein. Also, ich zeige das jetzt nochmal. Er setzt den Helm auf. Bumm. Dann geht ihr auf Inventar. Accessoire. Dann steigt ihr ab vom Motorrad. Und wenn ihr abgestiegen seid, geht ihr ganz schnell bei Accessoires auf dieses Profil, wo die Mütze drauf soll. Hier bei Unsichtbar ist es bei mir. Und wenn die Animation beginnt, drückt ihr X oder A für Xbox, Leute. Und dann habt ihr die Mütze vom Kopf übertragen auf ein anderes Outfit. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Oder beides, wäre natürlich auch ganz nice von euch. Ich bin raus, euer Luigi Nummer 1. Macht's gut. Bye. Do it, 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 do it